Einen wunderschönen guten Morgen aus Bonn, ihr Lieben. Wir hatten eine sehr gute Nacht bei Marina und Chris, haben gestern Abend noch Pizza gegessen und ein bisschen geredet. Und dann sind wir schlafen gegangen und jetzt haben wir sehr lange ausgeschlafen. Und jetzt holt gerade Chris noch den Kinderwagen und macht den ready für den Aiden. Und dann laufen wir los zum Frühstück. Die kennen hier wohl einen ganz, ganz guten Frühstücksplatz, den wir uns jetzt anschauen und dort essen werden. Dann vielleicht ein bisschen Weihnachtsmarkt, ein bisschen Geschäfte in Bonn. Ja, einfach einen schönen Tag mit unseren Freunden verbringen und heute Abend werden wir dann, wenn die Kinder müde werden oder auch ein bisschen früher, so gegen 8, 9 haben wir überlegt, losfahren, dass wir diese 3,5 Stunden, ich glaube es sind 3,5 Stunden von Bonn, einfach locker machen, dass die Kinder ein bisschen was anschauen und dann einschlafen und weil morgen kommt der Nikolaus und dann müssen wir nach Hause, hat die Liana gesagt. Wir haben überlegt, noch ein bisschen länger zu bleiben, aber wir kriegen morgen eine Lieferung. Nikolaus ist morgen. Ich habe wenig gearbeitet die letzten paar Tage. Also ja, es ist Zeit nach Hause zu fahren. Das machen wir heute Abend. Und dann geht morgen wieder der ganz normale Alltag zu Hause weiter. Ich muss einiges machen. Ich muss einiges. Ey, Reels. Oh mein Gott, ich habe so ein schlechtes Gewissen. Ich habe seit Wochen jeden Tag ein Reel hochgeladen und die letzten 3 Tage nichts. 4, wenn ich heute wieder keins mache, muss ich mir gleich noch eins überlegen. Weil das ist einfach, ja, das, was ich seit Wochen mache und ich kriege auch schon, oh, wir vermissen deine lustigen Reels, wann kommt wieder eins? Deswegen, ja, muss morgen wieder der Alltag rein und die ganz normale Struktur und deswegen, ja. Packen wir gerade schon zusammen, André lädt schon das Auto, dass wir einfach dann auch nach unserem Tag hier gleich los können. Bis gleich. Weihnachtsmarkt! Da gehen wir nachher hin, aber jetzt gehen wir erst frühstücken. Jetzt sind wir in einem Café, mega schön, gibt es ganz tolle Sachen, auch vegane, viele vegane Optionen. Guten Kaffee und eine riesige, tolle Kuchentheke. Oh mein Gott, schaut euch das mal an. Müssen wir nachher irgendwas davon probieren. Jetzt haben wir erstmal Avocado-Brot bestellt. Aber das sieht so lecker aus. Schokokuchen vegan. Der sieht gut aus, der Schokokuchen. Sollen wir den nehmen? Scheiterhaufen, Brownie, Croissant, Schokolade. Wow. Ja, das habe ich dir schon bestellt. Und hier der Weiße, da steht Rüblikuchen glutenfrei. Also Wahnsinn. Ganz viel vegan, glutenfrei. Boah, schau mal da, Brownie mit Erdnussbutter. Und die da, Coconut-Butter-Schnecken. Oh mein Gott, ich möchte alles. Bananenbrot, Apfelzimt, Bananenbrot, Himbeere, Bananenbrot, Blaubeere, Bananenbrot, Schokolade. Alles vegan. Oh, du bist ja ein Süßer. Ich darf nicht alles essen, weil der Ben Angst hat, dass die Mama Bauchweh bekommt. Ja. Oh, okay, dann esse ich nicht alles. Boah, das sieht auch gut aus, der vegane Burger. Und hier Hummus, Grillgemüse, Baguette. Gott, überall Lego, Paradies für die Kinder. Das haben wir auch schon, genau. Das haben wir noch nicht. Dinos. Und das da ist, wie heißt das Märchen? Aschenputtel. Wie heißt denn das Märchen? Nee, das ist das mit dem Biest. Die Schöne und das Biest. Wow, schaut euch mal dieses tolle Karussell an. Sogar zweistöckig. Und damit werden Liana und Ben jetzt fahren. Wow. So, mittlerweile sind wir im TK Maxx gelandet. Benchen hat schon Lego abgestaubt, aber eigentlich, weil der Papa das haben wollte und nicht der Ben. Das werden wir morgen aufbauen. Und jetzt darf die Liana sich was aussuchen, weil ja der Ben auch was bekommen hat. Jetzt sind wir aber gerade bei den Hundespielsachen, genau, weil die Liana gesagt hat, die Mia braucht noch ein Weihnachtsgeschenk. Letztes Jahr haben wir ihr ja von Chibo diesen Hund geschenkt. Und dieses Jahr haben wir noch nichts. Also gucken wir jetzt mal, ob wir für Mia ein Weihnachtsgeschenk finden. Da gibt es so lustige Sachen. Das da könnte ich mir gut vorstellen, weil die Mia ja auch gerne so zieht. Ne? Dann kann man auf der einen Seite halten, Liana, auf der anderen Seite kann sie ziehen. Aber lustiger wären natürlich so Weihnachtsdinge. Ne? Aber das Problem ist, die quietschen alle und das nervt so. Ja,
wir hatten mal, können wir jetzt wieder gleich ein Baby, hatten wir mal so ein genau. Und dann hat sie den ganzen Tag darauf rumgekaut und das war so nervig. Schau mal, was wir sprechen, wir erzählen gerade, dass es nervig ist, wenn das die ganze Zeit quietscht. Der Ben hat eine Tasse, Santa's Favorite, mit Marshmallows oben drauf. Die ist auch mick. Ja, das ist für Hunde. Ben, willst du das der Mia kaufen? Weißt du, warum das gut ist? Weil sie das mag. Da kann sie dran kauen. Also, sucht was aus für die Mia, okay? Bälle sind natürlich auch gut. Bälle liebt sie ja auch. Aber wenn das... Schau mal, hier gibt's hier gibt's einen Hund. Einen Hund für einen Hund. Boah, das ist aber hart. Das kann sie gar nicht kauen. Nee, ich glaube, das ist kein Hundespielzeug. Ich glaube, das ist falsch gelandet. So, wir machen heute eine richtige Shoppingtour. Jetzt sind wir gerade in der Galeria Kaufhof. Ich brauche noch ein, zwei Sachen. Die werden wir jetzt holen. Und ich glaube, dann laufen wir zurück. Bändchen ist eingeschlafen und liegt jetzt in Marina und Chris Kinderwagen. Also eigentlich ist es unser Kinderwagen, den wir ihnen ausgeliehen haben. Aber ja, da kann er jetzt drin schlafen. Oh, unser kleiner Ben liegt im Kinderwagen und schläft. Und wir laufen durch das wunderschöne Bonn. Okay. Oh ja, trink so viel du kannst, mein Schatz. Schau mal, wie schön das aussieht. Oh. Ihr Lieben, heute klappt es mit dem Vloggen nicht so gut, weil wir den ganzen Tag in der Stadt unterwegs waren und ich ja, ne, mit zwei Kindern und dann noch ein bisschen einkäufen, ein bisschen beschäftigt war und nicht so oft die Kamera in die Hand halten konnte, aber ihr glaubt nicht, was ich gerade gekauft habe. Kurze Story dazu, kurzes Rechtfertigen. Seit André und ich zusammen sind, gibt es da so eine Jacke, die richtig viel Geld kostet. Aber wir wissen, dass sie qualitativ sehr gut ist, viele Jahre halten wird und sehr, sehr warm ist. Und wir haben eine Kooperation im Februar und wir fliegen nach Island. Und seit wir wissen, dass wir nach Island fliegen, ja, auf jeden Fall wissen wir, dass wir für Island andere Kleidung brauchen, also wärmere Kleidung. Und Andrea hat den Wunsch schon lange. Die Marke heißt Para Jumpers und das ist so ein richtig langer, dicker Mantel, der richtig, richtig lang ist. Und jetzt sind wir so durch Bonn gelaufen und meinte Andrea, boah, ich möchte einen Para Jumper. Vielleicht gibt es das ja hier. Und sind wir in ein Geschäft reingelaufen und dann gab es Para Jumper, aber nur für Frauen. Oh, und Andrea war jetzt so enttäuscht. Dann hat er gesagt, hol dir die jetzt. Dann habe ich gesagt, nein, bist du verrückt, die ist viel zu teuer. Und dann hat er gesagt, nein, hol die jetzt, dann hast du eine richtig gute Jacke für Island und jedes Jahr eine Winterjacke. Und jetzt habe ich die gekauft. Ich zeige sie euch morgen wahrscheinlich im nächsten Vlog, weil wir haben die jetzt gleich ins Auto gepackt. Wir wollen ja heute noch zurückfahren. Und ich habe immer Problem für mich, so viel Geld auszugeben. Für André, für die Kinder, gar kein Thema, immer. Ne, Geld kommt immer, wir verdienen gut Geld, wir verdienen es, dieses Geld auszugeben. Aber für mich habe ich immer Probleme damit. Und André hat mich jetzt echt so getränkt und Marina besitzt auch ein Para-Jumper und hat gesagt, hol dir diese Jacke. Das ist für ganz, ganz lange einfach eine richtig gute Winterjacke für Island erst recht. Wir müssen übrigens für die Kinder auch noch einiges einkaufen für Island, aber wir haben ja noch bis Februar Zeit. Wir sind aber auch im Januar in Dänemark. Und da ist es auch super kalt, also macht es auch Sinn. Wenn ihr Tipps habt, ich habe schon mit einer Isländerin gesprochen, beziehungsweise eine Deutsche, die nach Island ausgewandert ist, die mir schon Tipps gegeben hat, für Kinderjacken und ein paar gute Marken genannt hat. Ich glaube, es hieß North 60 oder 66. Dann irgendwas mit Didake oder so. Also ich muss nochmal, wegen Kinder, muss ich jetzt nochmal richtig recherchieren, dass wir denen auch entweder einen ganzen Anzug oder eine gute Jacke holen. Weil Kinderjacken finde ich echt schwierig. Also Wintermäntel oder Winterjacken. Oh, das sind so süß. Die Kinder gucken gerade Lego City. Aha. Weil, das habt ihr, glaube ich, kurz gesehen, wir waren in einem Lego-Laden und André hat gesagt, er möchte mit Ben oder mit beiden Kindern Lego-Technik kaufen. Und weil er das gerne hat und möchte das mit denen bauen, dann habe ich gesagt, André, das ist doch, also erstens mal Lego-Technik kostet wahnsinnig viel Geld und das sind so mini-Kleinteile, dass die ganze Zeit wahrscheinlich kaputt gemacht werden, also gerade von Ben. Dann haben wir uns nicht auf Lego... Aber, der eine kommt da nicht zu
Wirklich? Oh mein Gott. Am Ende haben wir uns auf Lego City geeinigt. Da ist jetzt so eine Feuerwehrstation. Da hat André auch Spaß dran, das aufzubauen. Ben hat Spaß daran, das zu bespielen. Weil bei Lego Technik will man ja dann nicht, dass die Kinder damit spielen, weil das ja dann so ein richtiges Kunstwerk ist und da hat man stundenlang dran gearbeitet. Nochmal? Kommt jetzt das Gleiche wieder? Nee, das ist jetzt was anderes. Ah doch, 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 doch. Ja, ist das Gleiche. Ja, ist das Gleiche. Auf jeden Fall, genau, haben sie das jetzt gekauft und jetzt schauen sie gerade an, wie man es aufbaut. Ich musste nämlich, Ben ist gerade komplett ausgerastet, weil wir sind mit dem Taxi zurückgefahren, weil beide Kinder durch waren. Ich und André, wir konnten nicht mehr tragen. Wir haben die jetzt durch die halbe Stadt getragen, bis auf den Moment, wo Ben geschlafen hat. Da konnte er kurz in den Kinderwagen, aber ansonsten wirklich nur getragen. Lianchen ist auch nicht so fit. Die hat Schnupfen und sagt, dass sie den ganzen Tag Kopfweh hat. Wahrscheinlich eben von dieser ganzen Rotze. Ne? Mhm. Ich hole gleich ein Tempo. Und ja, deswegen waren wir alle durch und haben gesagt, wir holen jetzt ein Taxi. Das war ein Fußweg von 10 Minuten, ein Taxiweg von 4 Minuten. Das hat uns jetzt, glaube ich, 8 Euro gekostet oder so, das Taxi. Aber viele Nerven gespart. Deswegen haben wir gesagt, wir nehmen jetzt das Taxi und machen jetzt da nicht lang rum. Deswegen sind wir aber schon früher da, haben aber vergessen, dass die Feuerwehrstation und das, was Liana sich rausgesucht hat, bei Marina und Chris im Kinderwagen ist. Und jetzt ist Ben kurz ausgerastet. Aber so richtig, ne? Das Alter ist wunderschön, fast 3, wenn er was nicht gleich kriegt. Und dann habe ich gesagt, kommt, lasst uns doch schon mal anschauen, wie man die aufbaut. Und bis dahin ist die dann auch da. Jetzt habe ich wieder ohne Kopf in der Kamera geredet, aber ich schneide gerade eh alle Vlogs alleine, deswegen kann er sich nicht beschweren. Genau, deswegen warten wir jetzt auf Marina und Chris. Es ist jetzt, glaube ich, 17 Uhr. Wir haben ausgemacht, dass wir noch schön zusammen Abend essen und wir dann so gegen 20, 21 Uhr nach Hause fahren. Deswegen haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit. Die können jetzt gleich ihre gekauften Sachen auspacken. Marina wollte nämlich noch Aiden hinlegen zum Schlafen. Und dann, wenn Aiden wach ist, gehen wir schön Abendessen. Und dann machen wir uns auf den Heimweg. André und ich haben gesagt, wir teilen uns die Route zurück, dass wir einfach ja, beide mal am Steuer sind, ne? Und wahrscheinlich mache ich den ersten Teil, hoffentlich, wenn André damit einverstanden ist und er den zweiten. Dann kann ich mich nämlich um die Kinder kümmern, wenn die dann einschlafen und müde werden. So mal der Plan. Ich zeige euch gleich, was die Kinder sich ausgesucht haben, wenn dann Marina und Chris angekommen sind. Die sind nämlich wacker gelaufen, haben aber auch das Kind im Kinderwagen. Der bellt ja. Warum ist da was? Weiß ich nicht. Schaut mal, die Kinder haben sich, also wie gesagt, Papa hat Ben überredet, eine Feuerwehrstation. Aber er wollte drauf. Ja, aber der Papi wollte es, glaube ich, noch mehr. Eine Feuerwehrstation. Die haben jetzt gerade den Kompromiss ausgehandelt, dass der Papa nur das Feuerwehrauto hier baut und den Rest machen wir zu Hause, ne? Dass wir keine Teile verlieren. Aber das ist schon mal das Feuerwehrauto, wo Ben sich ausgesucht hat. Und Liana durfte sich dann natürlich auch was aussuchen. Und was hat sie sich ausgesucht? Natürlich ein Hundi, ne? Liana und ihre Stofftiere. Puppenmama, Hundemama ist ihr Lieblingsspiel. Oh. So, ihr Lieben, jetzt sind wir in einem spanischen Geschäft, tagsüber Geschäft, abends Restaurant und werden jetzt ganz viele Tapas genießen. Das erste, sehr vermisst aus Mallorca, Alio Olio mit Brot und Oliven. Olive, Zwiebel und Cornichons. Was? Oh Gott, ich sehe schon komplett fertig aus. Eigentlich dürfte ich gar nicht mehr vloggen, ihr Lieben. Es ist 3.30 Uhr. Wir sind seit 1,5 Stunden zu Hause ungefähr. Um 2, glaube ich, sind wir angekommen. Ihr habt die letzten Ausschnitte, glaube ich, aus dem Spanier gesehen. Das war ein so mega leckeres Restaurant, das wir aber schon kannten. Als wir in Bonn das letzte Mal waren, vor 6 Jahren, haben wir dort auch schon gegessen. Unglaublich leckere Tapas. Und ja, da haben wir den Abend mit unseren Freunden Marina und Chris genossen. Und dann sind wir so gegen 9:30 Uhr, glaube ich, gestartet.
Kinder sind relativ schnell eingeschlafen, war echt gut. Bändchen ist 2-3 Mal aufgewacht, wollte an die Brust. André und ich haben mehrere Male getauscht. War schon heftig jetzt am Schluss. Wir mussten uns dann mehrere Male abwechseln, weil immer einer komplett müde war. Aber hat gut geklappt. Wir sind heil angekommen. Um 2 ungefähr. Dann ist Liana aufgewacht und konnte nicht mehr einschlafen. Ich habe gedacht, oh mein Gott, und ich habe noch so viel zu tun. Ich muss noch so viel richten. Ne? Morgen ist ja Nikolaus. Aber sie konnte nicht einschlafen und ich habe gedacht, ich schlafe gleich mit ein. Habe es trotzdem geschafft, habe mich nochmal hochgekämpft, habe jetzt alles fertig gemacht. Jetzt ist 3.30 Uhr. Eigentlich können wir morgen ausschlafen, aber wir haben morgen eine Lieferung zwischen 7 und 11. Oh, sowas hasse ich ja, ne? Weil was ist, wenn die um 11 kommen? Dann könnte ich ausschlafen ohne Ende. Aber was ist, wenn sie um 7 kommen und ich höre sie nicht? Oder ich gehe dann total verpennt an die Tür, wobei das mir egal. Also wahrscheinlich stelle ich mir keinen Wecker und gucke einfach mal, was passiert. Vielleicht hört sie auch André und geht runter. Ich mache jetzt Schluss, ihr Lieben. Freue mich, dass ihr dabei wart und freue mich auf den Nikolaustag morgen mit euch. Bis ganz bald. Tschüss.